Hallo und schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin Jacovinho und in diesem COD Black Ops 6 Guide soll es darum gehen, wie ihr in der Kampagnenmission Entstehung die Karte des GP-Direktors bekommt. Ich hatte in meinem Livestream große Probleme damit, deshalb hier dieses Video auch dazu. Das Problem ist, dass der Boss einmal kurz spawnt, danach versteckt er sich und ihr könnt ihn einfach nicht mehr finden. Ich werde euch jetzt hier die Lösung kurz und knackig zeigen. Genau darum soll es in dem Video gehen und los geht's. So, ihr Lieben, dann lasst uns mal loslegen. Ich werde euch jetzt hier die Lösung kurz und knackig zeigen, worauf es ankommt. Ihr startet das Ganze natürlich, indem ihr den Bereich betretet. Werdet ihr wissen, hier könnt ihr dann die Karte an euch nehmen. Dann spawnt das erste Mal der Boss, ihr fügt ihm ein bisschen Damage zu, so weit, so gut. Und dann steht ihr genau so wie ich hier gegebenenfalls. Ihr wisst einfach nicht, was zu tun ist. Ihr rennt hier wie die Wilden rum, findet grundsätzlich einfach keine Lösung. Ich werde euch jetzt hier die Lösung ganz, ganz einfach zeigen. Ihr hört ihn natürlich immer, ihr seht hier auch mal die hellen Lichter. Was ist die Lösung? Ihr müsst nach sich bewegenden Objekten Ausschau halten, wie beispielsweise hier dieser Mülleimer. Der ist noch vernünftig, da ist alles gut. Und jetzt werde ich euch hier mal die Lösung zeigen, wie ihr das Ganze hinbekommt, dass er dann wieder spawnt. Ihr seht jetzt hier in der Ecke, seht ihr diesen Mülleimer hier vor mir. Guckt, wie er hier am Vibrieren ist. Da müsst ihr dann drauf zoomen, müsst euch dementsprechend nähern und dann spawnt er wieder. Ja, ganz, ganz einfach. Ihr müsst nach diesen flackernden Objekten, sind grundsätzlich immer Mülleimer, müsst ihr Ausschau halten und dann geht das Ganze weiter. Hier verschwindet er wieder, hier stand ich dann wieder wie Ochs vorm Berg. Ihr müsst natürlich dann hier ein paar Zombies eliminieren, das ist super, super einfach, wenn ihr einmal im Gameplay drin seid. Aber das große Problem ist natürlich, dass hier der Boss ganz einfach spawnen muss. Und das ist wirklich das Schwierige daran. Ich eliminiere jetzt hier mal kurz die Zombies, dann kann ich euch nochmal einen zweiten Durchgang zeigen. So, jetzt ist wieder alles wunderbar. Und auch hier bin ich jetzt wieder rumgerannt. Ich habe einen Eimer durch Zufall gefunden im Livestream. Hier ist wieder alles gut. Und jetzt halte ich natürlich wieder nach Mülleimern Ausschau. Wo könnte er sich wieder verstecken? Hier beispielsweise auch der Stuhl. Ihr seht, wie schön er am Flackern war, wie er sich bewegt hat, der Stuhl. Also Stühle, Mülleimer, genau da solltet ihr immer schauen. Und dann könnt ihr hier den Boss ganz, ganz easy und entspannt eliminieren. Müsst natürlich ein bisschen aufpassen. Ich spiele das Ganze jetzt auf Rekrut. Ist dementsprechend relativ einfach. Und dann habe ich den Boss eliminiert. Und ihr könnt euch hier ganz entspannt natürlich die Schlüsselkarte dann nehmen. Könnt der Story weiter folgen. Ihr seht, das ist jetzt hier meine letzte Schlüsselkarte gewesen. Also ganz, ganz wichtig, haltet hier immer nach Stühlen Ausschau, ob sie hier am Flackern sind, beziehungsweise hier auch nach Mülleimern, die dann teilweise irgendwo rumstehen. Auch da könnte der Boss drin sein, ist immer ein bisschen random. Hier an der Stelle war gerade dementsprechend Mülleimer. Genau so läuft das Ganze, so bekommt ihr dann die Karte, meine Lieben. Das war es auch schon von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen COD Black Ops 6 Guide weiterhelfen zu der Kampagne. Bleibt sehr, sehr gerne für weitere Videos und natürlich auch für meine Livestreams mit einem kostenlosen Kanalabo am Start. Das war's von mir. Macht's gut, bis bald und tschüss.